Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es eine fette Überraschung für meinen Kumpel Benny. PayPal hat nämlich eine Aktion namens Du hast es verdient gestartet, bei dem man andere Geschenke machen kann. Und da ich ja sehr gerne Geschenke mache und ich sowieso immer PayPal nutze, weil ich keinen Bock habe, irgendwie 1000 Jahre lange IBANs irgendwo einzugeben bei Überweisungen, habe ich mir gedacht, das ist eine coole Aktion, bei der mache ich mit. Ja, und dem Benny, dem will ich gern ein Ticket nach Los Angeles schenken, weil wir ja bald zu E3 fahren, der mir sowieso immer so viel hilft und der auch einer der einzigen ist, die überhaupt Zeit haben, weil ich kann dem jetzt freigeben, der arbeitet ja auch bei der Playmassive GmbH. Sehr praktisch also. Und außerdem hat er richtig, richtig viel gearbeitet, hat sich richtig viel Mühe gegeben. Insofern absolut verdient. Hey. Na, alles gut? Lieber Benny, Moment, bevor wir jetzt zum Grillen gehen, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, Hans Naseweiß. Und zwar hast du ja in den letzten Monaten echt viel gearbeitet und viel geschuftet und ich würde dich dafür gerne belohnen. Und zwar weißt du ja vielleicht, dass wir nach Los Angeles fahren, schon sehr, sehr bald. Also musst du quasi gleich die Koffer packen, denn es geht nach Los Angeles und du kommst mit. Ja, geil, jetzt spontan, einfach so. Ja. Krass. Du kommst mit. Geil, Mann. Ja, der Flug ist doch perfekt, oder? Der ist perfekt, ja. Ja, der ist wirklich optimal. Guck mal, mein Esther noch wirklich was. Oh ja, das musst du unbedingt machen. Esther brauchst du auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Ey, das wäre ja noch was, wenn der Benny ohne Esther dahin kommt und wieder zurückgesendet wird, der Junge. Ja. So, jetzt mit PayPal bezahlen. Der Vorteil mit PayPal liegt wirklich auf der Hand. Es ist wirklich einfach schnell und sicher und man kriegt das Geld schneller zurück. Man kann auch Geld senden. Ich finde es super. Ich finde es auch super. Ich nutze es auch fast täglich, könnte ich schon sagen. Also immer, wenn ich im Internet bezahle, eigentlich fast nur über PayPal. So, Benny. Darüber wird das jetzt über PayPal dann abgebucht und jetzt... Ihr Reise wird gebucht, bitte. Buchung bestätigt, ja. Liebe Freunde, die geil. Buchung ist bestätigt. Der Benny kommt mit nach Los Angeles. Der Benny kommt mit nach Los Angeles. Okay, es reicht. Geil, kommst du mit? Geil, Mann! Ja, ein kleines Revival. Ja, machen wir. Wir waren jetzt schon dreimal zusammen da. Ja, ja, viermal sogar. Ich also weiß es gar nicht genau. Wird auf jeden so Fall. Wir kennen uns ja mittlerweile echt aus. Ihr habt vielleicht die letzten Videos auch gesehen, wo der Benny auch mit dabei war. War ja schon oft in Los Angeles, war ja schon ewig oft da. Und ich freue mich mega, jetzt wieder hinzufahren. Jetzt gibt es allerdings noch was Schönes. Und zwar auch was, was mit Freundschaft zu tun hat. Wir fahren grillen nach Weeze. Von den Leuten beim Paluca Valley gibt es auch diverse DJs. Und müssen jetzt auch schon los, denn und danach geht es ja schon direkt nach Los Angeles. Nach Los Angeles. Geil. Unterwegs auf dem Highway der Baustelle in Richtung Weeze, dort wo auch das Paluca-Wil stattfindet. Benny ist diesmal am Steuer. Hallo. Ja, oh. Ich sitze auf deinem Platz, ganz schön hier, muss ich sagen. Könnte Benny ich mich am Steuer, ungeheuer, sagt man ja, sprichwörtlich. Ja, doch lustig. Und dabei ist aber nicht nur der Benny, sondern auch die gute Anna. Ja. Und der Tommy, der ist auch mal wieder dabei. Und wir fahren jetzt alle zum Grillen nach Weeze und dort werden wir noch ganz viele DJs, liebe Freunde und viel mehr treffen. Wird ein geiles Ding. Aber jetzt erstmal eine Stunde Autofahrt. Alles gut bei euch da hinten? Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du Hunger? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon mega auf das Schwein. Ja, du bist doch ein kleines Schweinchen hier. Ja? Der Benny auch. Hey, du kleines Schweinchen, ihr habt dir gerade noch 5 Euro per PayPal geschickt. Dankeschön. Kannst du einen schönen Tag in L.A. machen. Ja, mach ich. Das ist aber großzügig, danke. Ah, hey, mega mal geschafft, gleich sind wir da.
Vollgas, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Und ja, ich hoffe, wir sind bald da. Lange kann es nicht mehr dauern. Ich habe so einen Hunger. Ich fress gleich einen ganzen Benni. Was? Hilfe! Junge, bleib ruhig, sag cool, Junge. Bring uns nicht um! Bring uns nicht um! Da ist der wunderbare Bahnhof. Wir sind endlich angekommen im wunderbaren Weeze beim Grillen und schön. Oh, oh ja, 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 ja. Da winkt schon der Gastgeber. Oh, da ist er doch, der Gastgeber. Da ist er da hinten. Da ist er, der Gastgeber. Sehr schön, der gute Bernd Dix. So, ach, das ist ja richtig geil hier. Guck mal. Da ist das Schwein. Da ist das Schwein auch schon für uns vorbereitet. Jo, endlich angekommen auf dem Bauernhof, wo das Grillfest von Perucaville stattfindet. Und da sind jede Menge Leute am Start, liebe Freunde. Da hinten, der Bernd Dix, der hat sich schon verdrückt, aber den ärgern wir jetzt und den JC auch. Wow! Ist der Gastgeber. Ich habe aber keine Borsten, ich bin hier nicht auf dem Bauernhof. Bernd Dix, hi. Hi, hallo, schön, dass du da bist. So, praktischerweise auf dem Bauernhof, da gibt es halt auch Tiere. Die Anna und der Philipp, die zeigen uns das jetzt mal gerade. Es duftet schon leicht. Der Max Behring will auch unbedingt mitkommen. Ja, ich mach nicht. Der wird schon als dickes Schwein beleidigt. Ach, halb so wild. Komm, du bist da einigen Schmerz gewöhnt. Warum sind wir denn hier gelandet, Alter? Oh, da ist ein Pferd. Oh, guck mal hier, wie schön. Frisch frisiert. Frisch frisiert. Und jetzt dreh dich mal um, Benni. Guck mal, was da steht, Alter. Und guck mal, was da oben drauf ist. Alter Schwede, das sind einfach Hühner auf diesem alten Truck. Kann man da dran zoomen, Benni? Kriegst du das hin? Da können wir mal ranzoomen an die Hühner. Ja, richtig professionell, der Junge hier. Mach doch noch mal was hier. Zack, sehr schön. Aber der war schon öfter beim Friseur als du. Oder? Ja, das stimmt. Also er meint das Pferd übrigens. Der Max, so, ja. Er meint das Pferd, das war öfter beim Friseur als ich. Ja. Wobei, der Look ist ganz gut. Ne? Ja, ja. Das ist aber ein süßer, ganz lieber. Boah! Trampolin! Trampolin gibt's auch. Gerade schön mit dem Trampolin rumgesprungen und jetzt gibt es da noch ein paar Kühe, liebe Freunde. Die fressen da gerade. Ich habe noch nie so viele DJs vor irgendwelchen Kühen gesehen. Obwohl doch manchmal im Club. Trampolin gesprungen, Pferde gesehen und noch eine wunderschöne Scheune. Richtig geil hier. Wunderbares Grillfest. Macht richtig Spaß. Hier ist noch der Leon. Du bist ein richtig krasser Maler, ne? Ich hab's geliebt, im Atelier zu sein, das zu machen, was ich wollte, und in der Kunst identifiziere ich mich, und das war halt, ja genau, warum das dann auch immer so weitergegangen ist und warum ich heute meinen Traum leben kann und das durchziehen kann, wofür ich lebe. Mega geil. Wir müssen unbedingt immer die Bilder vom Leon ausschicken. Echt richtig gut, der Junge hat Talent, und vielleicht schickt er den mal auf Facebook und was weiß ich was. Wir werden uns jetzt noch einen gemütlichen Abend machen mit unseren Freunden hier, ein schönes Grillfest, und dann geht's ja auch schon direkt nach Los Angeles quasi. Deswegen können wir gar nicht so lange bleiben, wollen jetzt auch noch ein bisschen Privatzeit verbringen hier, ganz klar. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns wieder im nächsten Video.